Und der Schillmäßigswald von Shakes and Fidgets mit dem Raritäten des Waldes Event noch immer. Und ich muss allerdings sagen, dass die Raritäten des Waldes bei mir rar gesät sind. Nein. Ich habe gestern auf diesem Server ein einziges Holz bekommen. Bei 320 Abenteuerlust. Jetzt starte ich dieses Video, meckere rum, dass ich keine Raritäten des Waldes bekomme und bekomme Raritäten des Waldes. Ist das euer Ernst? Und einen schwarzen Edelstein hinterher. Moment, ich muss gleich wieder Platz schaffen. Im Inventar 1,9 Millionen Holz und 2,22222 Millionen Holz. Also, hab jetzt auch hier wieder, mein letztes Gebäude war fertig. Steinbruch dürfte das gewesen sein oder so. Holzfällerhütte, das wird jetzt alles auf 16 gezogen. Ist mir vollkommen egal, ich muss das tun. Denn mein Plan ging leider nicht auf. So, ganz kurz füttern, dass ich hier Platz im Inventar habe. Mauerhell. Oh, jawoll, der Divestor, Level 88. Der ist jetzt schon ziemlich stark und das langt. So, 281, 282, fast wieder ein geklonter Edelstein. Ich würde sagen, jetzt kann ich eigentlich schon den schwarzen in mein, in irgendein Epic reinsetzen, oder? Denn jetzt habe ich so viele bekommen. Doch, die Schuhe sind ganz aktuell. Da nehme ich jetzt diesen guten schwarzen Edelstein, denn es kommt sowieso kein neues Epic, dieser Ring. Na, wie gesagt, alle Attribute, ich bin nicht ganz davon begeistert. Deshalb, jawoll, 30 Attribute mehr, so in etwa. Und das ist fein. Aber trotzdem, dieses eine Holz, das ändert nichts daran, dass ich gestern so gut wie nichts gefunden habe. Die Pilze, kostenlos, waren zwar oft dabei. Früchte, ohne Ende gefunden. Bonus-Items, auch, aber kein Holz, kein Stein. Irgendwie fand ich das ziemlich seltsam und auf S33, wo ich bei weitem nicht so viel Abenteuerlust gespielt habe, habe ich trotzdem extrem viel bekommen. Ich habe da schon manchmal Angst irgendwie, keine Ahnung, dass mein Charakter verbuggt ist. Nein, das passiert aber immer, immer auf diesem Server. Hier, man sieht, 75, den habe ich gefüttert. Nixoid, glaube ich, irgendwann auch nochmal. Hier, Heraldon. Heißt doch Heraldon, genau. Habe ich schon gefüttert. Der Tag ist noch jung, nämlich. Hier gefüttert. Der war gestern vielleicht auch satt. Der war satt. Also Früchte ohne Ende. Bonus-Items ohne Ende. Pilze ohne Ende. Wie gesagt, das beschreibt es am besten. Aber einfach keine Rohstoffe, obwohl ich die eigentlich ganz gerne hätte. Na egal. Vielleicht wird es heute besser. Vielleicht wird es heute besser. Ich starte das Video, beschwere mich ganz kurz und plötzlich... Kitsching. So, Ringe. Ja, da schmeiße ich jetzt hier den rein, oder? Natürlich nichts, aber den kaufe ich mir. So, und diesen Geschicktrank, Trankstein meine ich natürlich, werde ich einfach reinschmeißen, denn so einen schwarzen Edelstein eher nicht. Die sind noch besser bei den Begleitern aufgehoben, muss ich sagen. Aber das sieht schlimm aus, so ein leerer Mana-Tank. 60 von 1000, aber das geht teilweise schneller, als man denken möchte. Noch immer Rang 40, warum steige ich denn da nicht? Da dürften andere Leute auch fleißig am Angreifen sein. Obwohl ich ab und zu 200 Ehre bekomme. Oder werde ich immer abgefarmt? Moment mal. Boah, ich habe zu viel gespeichert. Nö, da ist sehr viel grün. Die anderen sind einfach nur schneller als ich. Den Gildenkampf kann man sich auch mal wieder ansehen. Gildenlose, ich springe zu mir. Einmal überspringen, springt man zu seinem Charakter, wenn man drankommt. Ansonsten komplett überspringen. Wie ich jedes Mal gegen diesen Krieger kämpfe. Und diesmal konnte ich ihn bezwingen. Dann hat sich hier wohl jemand nicht gemeldet. Wow, zwei Leute besiegt und hier auch noch Schaden zugefügt. Das war heute eine ziemlich krasse Eskalation vom Schilling, würde ich mal sagen. So, und wie geht's hier noch weiter? Genau. Ende im Gelände. 3,5 Millionen Erfahrungspunkte gesammelt. Ist eigentlich in Ordnung. Zwei Gildenkämpfe pro Tag, 7 Millionen pro Tag. Und dann greife ich direkt an. Den Stampfer. 19%. Heute nehme ich etwas früher auf, deshalb hat der fast so viel wie in der vorherigen Folge. Aber die vorherige Folge ist um Mitternacht entstanden. Und da muss man eben immer, aber nächste Woche ist der ebenfalls down. Dann bin ich hier Rang 13, hier Rang 93.
Ich würde da gerne wieder ein bisschen runterfallen, dass ich vielleicht Gegner bekomme, die sich lohnen, weil aktuell sieht es da ziemlich mau aus, sage ich jetzt mal. Eventuell geht es ja besser bei Exitus Prime voran. Boah, 3,63. What ist denn da los? Ach, komm schon. Boah, das waren 10%. Schade. Sehr schade. Helgor. Bitte, heute Helgor. Nö. Das sehe ich mit freiem Auge. Das kann nichts werden. Schade. War nett. Der Kampf war nett. Dein Gegner, der war allerdings nicht so nett. Darum hat er dich auch platt gemacht. Ich meine, ich war schon überlegen, habe ich irgendwas falsch gemacht, so inventarmäßig, aber ich hatte echt immer einige Slots. Denn in der News stand schon wieder, man sollte 1 bis 2 Inventarplätze freihalten, aber ich verstehe nicht, warum 2. Denn ganz ehrlich, ich habe noch nie 2 Items bekommen. Und ich denke, das ist nicht möglich, aber warum sollte man dann 1 bis 2 Inventarplätze freihalten? Es war eben schon wieder in der News, genau in diesem Wortlaut. Und von daher, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall. Dann hole ich mir direkt hier, oh mein Gott, 494, heute ist auch Wasser dran, 15 hast du, dann müsste ich mit Wasser eigentlich locker, flockig aus der Hüfte, nicht aus der Hüfte, aus der Hütte geschüttelt, genau. Aus der Hüfte geschüttelt, Fluch der Letzte. Doch anscheinend ist dein Fluch das Letzte, weil es gegen mein Fluch verliert. Und eine Pflaume. Enertank. Schatten. Denn Feuer ist aufgrund von Devastor schon ziemlich stark. Inaktiv. Dann Kanockel. Nimm dies und friss das. Feuer. Dankeschön. Und Licht der Schlumpfer, 450 mit 17 Pets. Das heißt, wenn du alles richtig gemacht hast, kannst du Hydro Spear schon auf einem ziemlich hohen Niveau haben. Da bin ich jetzt gespannt. Natürlich wie immer so wie der Bogen meiner Kundschafterin. Hydro Spear sehe ich schon, das ist klar. Aber das Level ist hoffentlich nicht so wunderbar. Level 15, okay. Irgendwie lustig wie das letzte Pet Level. Naja, nein, den nicht. Ja, 15 gegen 100, so ist es eben. Das Level ist so wichtig und nicht die Nummer. Gut, da war ich gestern Mitternacht schon ein bisschen dabei, Alu zu erledigen, denn es ist noch, ja, mittelmäßig früh, sage ich jetzt mal. 9.28 Uhr, also 8.28 Uhr. Nehme ich die oder die kürzere? Ich habe auch eigentlich eher so auf kürzere Missionen gezockt, muss ich noch dazu sagen, um meine Chance zu erhöhen, dass ich irgendetwas zufällig bekomme, aber keine Ahnung, man sieht es auch anhand der Ressourcen. Da ist nichts. Da gibt's nichts. Ich habe nichts bekommen, fast nichts irgendwie so. Was ich schade finde, haben wir mittlerweile 696. Ich bin gespannt, wann wir die 700 knacken werden. Ich meine, was ist das? Dieser Preis, den benötige ich für einen Soldaten. Das lohnt sich nicht. Und die Leute, die Ressourcen haben, die kann ich nicht bezwingen. Da muss ich entweder meine Kaserne, keine Ahnung wie weit, leveln, um dann irgendwie unzählige Soldaten besitzen zu können. Oder die Schmiede ist sowieso gerade am Maximum, das heißt, weiter geht's nicht mit den Soldaten vom Level her. Hier, Schmiede 17 für 1,35. Ich kann einfach niemanden bezwingen. Na egal. Auf S33 war, wie gesagt, mehr los, was Holz und Stein betrifft. So, da muss ich sogar ein Item loswerden. Talismane. Jetzt ist die Frage, ich sehe hier gerade, ach, hier ist sogar einer. Ich sehe hier gerade 2 Glückstränke. Aber habe einen Intelligenztrank für das Dämonenportal eben. Da ist die Sache. Soll man den Glückstrank nehmen? Oder jetzt einfach den Int-Trank behalten? 1200, ja, ist nicht die Welt. Damit reduziere ich, oder damit erhöhe ich meinen Widerstand und reduziere ich eben die Int um 600, so Daumen mal Pi. Oder Glückstrank. Aber hier stehen 50% dran. Ich weiß jetzt nicht das Level des Gegners auswendig. Egal, ich kaufe sie. Machen wir es mal so. Ich kaufe sie, behalte sie. Okay, wie viele noch? Moment. Ganz kurz was loswerden. Die Quest blinkt zwar, aber das macht noch nichts bezüglich des Inventars. Das muss erst leer sein, sobald ich
auf Akzeptieren klicke sozusagen. Yo. Und den kaufe ich dann auch noch. Sobald der ausläuft, habe ich dann einen feinen Glückstrank. So. Und einen Apfel bekommen. Aber nur ein Apfel. Nichts doppelt. Okay, das Level ist schon ziemlich nett von diesem Gegner. Ja, ich nehme Erde. Vielleicht kann sogar Kloppdiwop dann noch den finalen Schlag abliefern. Ui, es wäre wirklich fast so gewesen. Mann, schade. Mit 53.000 überlebt der Gute hier. Sepharch. Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Welcher Stein kommt heute rein? Ausdauer soll es sein. 5,34. Nö, ich... Doch. Oh mein Gott, das sind ja richtig schlechte Steine am Start. Ich kenne jetzt nur die Steine, weil Ritterhalle und so auf S14. Das ist zu angenehm. Moment, falscher Button. Nochmal falscher Button hier, 601. Diese 95 Ritterhalle und ich habe die Mine einmal höher ausgebaut. Das macht anscheinend einen Unterschied, sodass ich gleich direkt 100 Stats mehr bekommen kann. Boah, ich habe echt wenig Stein, weil der Steinbruch ausgebaut wird. Vielleicht kann ich mir ja hier... Genau, sowas würde sich lohnen. Aber wie schon mal gesagt, Moment, 102. Das ist mit einem ziemlich knapp, aber ich nehme zwei. Sowas habe ich auf S14 noch nie bekommen. Also in den letzten Monaten noch nie. Natürlich ab und zu, wo man mit wenigen angreifen kann, aber die haben dann keine Beute. Und hier gibt es immerhin ein bisschen was zu holen. 180.000 oder so. Ich benötige 30.000. Dann wieder. So, 102.000. Ich benötige 36.000. Das wäre fett. Das wäre fett, fett, fett. Jawoll. 600.000, 200.000. Ich benötige 170.000, 56.000. Das hat sich mal gelohnt. Natürlich, jetzt trudeln dann einige Gegenangriffe rein wahrscheinlich und so. Aber... Hier gibt es durch die Bank immer nur Kämpfe, die sich auch in der Tat lohnen für mich. Ach, immer diese Magier kommt, geht... Yo, als ob. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. 69.000. Oh Mann. Na gut. Dann, das habe ich erledigt. Wie sieht's hier aus? 150 von 100. Okay. 1, 2... Und Intelligenz noch ein bisschen, wenn ich schon den Trank am Laufen habe. Denn dieser Versuch ist jetzt wichtig. 61%. Komm, bitte Schilling. Denn diesen Magier würde ich gerne demnächst bewältigen. Jawohl, dann habe ich noch einen überlebt. Den würde ich gerne demnächst bewältigen. Ansonsten 19% heute übrigens. Ansonsten dauert der viel zu lange. Und vielleicht kommt ja irgendwann mal ein Krieger wieder nach oder Kundschafter. Also, das ist auch ein Kundschafter. Wenn ich ein bisschen ausweichen würde, würde ich den heroisch besiegen können. Und das ging gerade noch so gut. Der drohte rote Baron. Nochmal ein Kundschafter. Schilling, streng dich an. Ich will Pilze sparen. Ich habe 40 Stück. Und ich will die horten. Bitte ausweichen. Oh, Mann. So, wow, der hat mich danach nicht mehr getroffen. Damit hätte ich nicht gerechnet, stand am Grabstein des Mathematikers. Flederdämon, das ist ein Magier. What? Ich habe gerade einen richtigen Lauf. War jetzt wieder diese Grenze, wo die Gegner ein bisschen schwächer geworden sind, oder wie? Warum habe ich die jetzt alle heroisch besiegt? Und da war's. Das war's. Ende Gelände, aus die Maus. Wieder mal nicht heroisch. Oh, zwei Ringe. Nein, Talismane, wusste ich ja. Schade. Gut, gut, gut. Eins, wieder drei bekommen. Und 300.000 Holz. Das ist natürlich fein. Das ist natürlich sehr fein. Aber ansonsten, wie gesagt, Raritäten des Waldes-Event neigt sich dem Ende zu. Ich finde es schade, das ist eben das Gold-Event, da hat man fünfmal mehr Gold. Das Epic-Event, da gibt es hier spürbar viel mehr Epics. Aber Raritäten des Waldes-Event, ich war schon vor 4 Wochen enttäuscht. Dachte, okay, mal Glück, mal Pech und so, mal Gandhi. Und jetzt? Ja, wieder. Schade. Finden manche mehr oder ist das die Normalität oder keine Ahnung. Wie auch immer, das war's mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.